hätte, dann eine Gitterabsperrung zu erstellen. Das wäre der normale Verlauf gewesen. Und dieser Verlauf hat sich dann anders dargestellt. Es kam nämlich zu Behinderungen des Polizeieinsatzes, nämlich zu Behinderungen gegen die Polizei, also Eingriff in die Funktionsfähigkeit der Polizei. Das waren zum einen Tatbestandsmerkmale, wie wir sie aus der Nötigung kennen. Und es war zum anderen eine Störung der öffentlichen Sicherheit, nämlich den Polizeieinsatz zu behindern und die Polizei selbst in ihrer Funktionsfähigkeit zu behindern bzw. das Tätigwerden zu verhindern. Es war dann auch für uns im Einsatz wie auch in der Nachbetrachtung einfach die Frage, geht es beim Einsatz der Polizei nur um die Frage Vorgehen nach dem Polizeigesetz oder stellt sich auch die Frage, inwieweit das Versammlungsgesetz hier einschlägig ist, das heißt inwieweit jetzt diese Aktionen dort gegebenenfalls unter Artikel 8 Grundgesetz fallen. Wir sind der Auffassung, dass es so ist, dass diese Blockadeaktionen nicht unter Artikel 8 Grundgesetz fallen. Das heißt, dass damit kein Vorgehen der Polizei vor dem Hintergrund des Versammlungsgesetzes notwendig war, weil das Versammlungsgesetz für diese Veranstaltungen, Anführungszeichen jetzt bitte, die die Blockadeaktion darstellten, nicht unter das Versammlungsrecht fielen. Das gilt sowohl für die Schülerdemonstration, die zum einen faktisch nicht mehr stattgefunden hat, weil die Schüler ja bereits auf der Lautenschlagerstraße oder in der Lautenschlagerstraße weg sind von der Veranstaltung. Das ist das eine. Und zum anderen ohnehin, soweit noch formal notwendig, die Veranstaltung der Schülerdemonstration aufgelöst war. Ich glaube, zum 11.15 Uhr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also der Komplex Schülerdemonstration spielt versammlungsrechtlich damit darin keine Rolle mehr. Und im Weiteren war es ja dann so, dass diese Blockadeaktionen deshalb auch nicht unter das Versammlungsrecht fallen, weil es schlichte Verhinderungsblockaden sind. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt eine politische Meinungsäußerung zu betreiben, sondern der Selbstzweck liegt darin, jetzt die Polizei in ihrer Arbeit zu behindern, zu verhindern, was die Polizei vorhat. Von daher ist Zielrichtung die Funktionsfähigkeit der Polizei und nicht eine politische Meinungsäußerung. Nachdem den Aufforderungen nicht stattgegeben wurde, die Fahrbahn oder den Weg, die Strecke, den die Polizei benötigte, für die Gitterabsperrung zu räumen, wurde unmittelbarer Zwang angewendet. Der unmittelbare Zwang richtet sich auch wieder nach dem Polizeigesetz 52, Polizeigesetz. Und alle diese Maßnahmen im Zuge des unmittelbaren Zwangs waren je nach Sachverhalt das mildeste Mittel des unmittelbaren Zwangs und dazu gehört auch der Einsatz der Wasserwerfer. Zum Einsatz der Wasserwerfer gilt es noch zu sagen, das einfachste Mittel des unmittelbaren Zwangs ist jetzt halt, jemanden körperlich von der Fahrbahn zu bringen. Dann geht es um Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, da fällt der Wasserwerfer darunter. Und dann geht es um weitere Eingriffsformen. Das ist dann die Frage Schlagstock bzw. Pfefferspray. Der Einsatz des Wasserwerfers, wie gesagt, ist einfach eines der mildesten Mittel. So sieht es die Rechtslage vor. Und er war aus unserer meiner Sicht dort auch zulässig. Zulässig auch deshalb, weil zum einen die polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen war, zum anderen eine Fülle von Straftatbeständen verwirklicht wurden. Das ist zum einen die Beleidigung gegen Polizeibeamte, das sind Körperverletzungen und das sind Nötigungen und es ist insbesondere der Tatbestand 113 StGB, wo es um Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte geht. Es ist im Übrigen sozusagen schon die grundsätzliche Legitimation des polizeilichen Handelns in Zweifel gezogen worden, während man auf seiner eigenen Seite diese Legitimation gesehen hat. Also Stichwort ziviler Ungehorsam. Wenn Sie zu dem Stichwort ziviler Ungehorsam und zu dem Thema Rechtsberatung und Veränderung des Rechtsbewusstseins möglicherweise der Parkschützer etwas sagen können,
wäre ich Ihnen dankbar. Rechtlich ist der zivile Ungehorsam jedenfalls bei uns im Recht weder strafrechtlich noch polizeirechtlich fassbar. Man hat alles unter den zivilen Ungehorsam gestellt seitens der Stuttgart 21-Gegner, was man tut, aber ohne dass man dazu eine rechtliche Grundlage, eine rechtliche Basis gefunden hat. Und man hat den zivilen Ungehorsam dann auch sehr großzügig ausgelegt. Jetzt hat bis hin zur Frage der Blockadeaktionen, entweder Blockadeaktionen, jetzt hat Stichwort Nordflügel beim Abbau oder jetzt hat, wo es auch um die Bauarbeiten teilweise geht am Grundwassermanagement.